A merchant has arrived at a trading post. Ja, schön für den Merchant. Der Forester mal kurz ändern. Aus Pepper kann ich aber kein Bier machen, ne? Nee, ist ja auch ein bisschen eklig. Aber immerhin habe ich ein bisschen Essen gekauft. Immerhin haben wir ein bisschen Essen. Das ist immerhin schon mal wieder etwas. Man muss immer mal gucken, ne? Das Ganze ist ja eine sehr delikate Situation, in der wir uns befinden. In der Hoffnung, dass alles wieder gut wird. Aber wir befinden uns auf dem Weg der Besserung. Zumindest sieht es so aus. Wir haben wieder zweistellige Bewohnerzahlen. Langsam sammelt sich auch wieder Nahrung an. Und deswegen wird alles wieder gut. Glaubt mir, Leute. Post gefunden. Meine Post auf mein Handy gerade vibriert. Prämien. Muss ich gleich mal durchlesen. Nein, gleich. Och Gott, ey, Early Summer und noch keine neuen Kinder. Oh, ich hoffe, wir kriegen das alles wieder. Kriegen wieder ein paar Leute zusammen und können die Stadt weiter aufbauen. Weil das lief ja jetzt alles nicht so pralle. Das war echt geil. Gerade wieder eine Aufnahme gestartet, zack, sterben einem die ganzen Leute weg. Das ist ja echt spitze. Aber wir befinden uns auf einem guten Weg. Ich hoffe, der nächste Merchant, der kommt, hat Apple dabei oder so, dass wir vielleicht irgendwann mal Bier herstellen können. Ja gut, aber erstmal brauche ich hier ein paar. So, jetzt erstmal wieder aufzuarbeiten. Und du bist kein Trader mehr, sondern du wirst wieder. Nee, nicht Woodcutter, Forester. Damit mein Holzvorrat sich weiterhin vermehrt.
Was ist? Holz ist ja wichtig. Ja, ich dachte, wir kommen mit ein frühes Ende, aber die Götter waren uns doch ein wenig holder als erwartet. Wir haben zwar nicht mehr so viel Zeug, aber die Leute haben zumindest Essen. Und Feuerholz. Und sie werden auch älter. Und da, ja, cool hier, demnächst gibt's wieder einen neuen Arbeiter. Neue Arbeiter sind gut. Neue Arbeiter brauchen wir, damit wir weiterhin vorankommen. Wir kriegen auch wieder Essen, weil es ist Erntezeit. Das ist doch gut. Ob es irgendwas gibt, was man im Winter erntet? Ich weiß es nicht. Oh, unsere Tools und Klamotten werden langsam ein bisschen low. Aber wir kriegen ja wieder neue Arbeiter jetzt. Oder zumindest einen. Das heißt, ich könnte bald wieder einen als Schmied einsetzen. Erstmal muss ich den, glaube ich, als Laborer einsetzen. Damit er hier mal ein bisschen Steine wegholt. Oder sie, besser gesagt. Was ist das eigentlich? Ein Er oder eine Sie? Eine Sie? Ich muss dann erstmal ein bisschen Steine kloppen gehen. Oder generell hier hinten Rohstoffe holen. Damit wir immerhin wieder ein bisschen was auf Halde haben. Wir brauchen ja immerhin genug Zeug. Ja, wir haben gut genug Essen, das ist super. Wir haben fast sogar ein bisschen zu viel Essen. Ich hoffe, Essen kann nicht schlecht werden. Das wäre ein bisschen kacke. Aber hey. Ach, werd erwachsen, Kind. Essen auf Halde. Hammer. Wir können wieder neue Menschen kriegen. Yay. Wir können die auch versorgen. Leute, da stehen noch zwei Tippen Kürbisse rum. Sammelt die ein. Da liegt noch ein bisschen Holz. Wer bist du? Du bist ein Kind. Essen, krass. Da liegt auch noch Essen einfach rum. Na gut, das wird aber jetzt aufgehoben. Ah, wir bauen uns wieder so langsam auf. Ich frag mich echt, ich würde gerne mal so eine Übersicht sehen, wie viel man insgesamt schon gesammelt hat von allem. Also ein paar tausend Essen haben wir jetzt bestimmt schon zusammen gehabt. Das ist ein kleiner Achievement Hunter. Also immer so viele Achievements wie möglich zu kriegen. Ist zwar schwer in manchen Spielen, aber es gibt ein Spiel, da bin ich schon fast komplett auf 100%. Und zwar ist das Skyrim. Da habe ich fast alle Achievements.
Aber da fehlen mir jetzt auch noch ein paar. Und yay! Wir haben einen Laborer und wieder noch ein neues Kind. Laborer muss jetzt erstmal hier auf diesem 11x11 Feld Ressourcen abbauen. Denn wir brauchen Ressourcen. Mann, wir bauen uns wieder was auf. Wer hätte das gedacht? Wer hätte gedacht, dass wir uns nochmal fangen? Ich hab echt nicht dran geglaubt, dass es jetzt wieder was wird. Was ist denn jetzt los? Warum bin ich auf 30 FPS runter? Ah, jetzt sind wir wieder auf den vollen 60. Ich will hier mein Overview wieder haben. Ich brauche wieder jemand, um Kleidung und Tools herzustellen. Weil Tools haben wir nicht mehr so viele und Kleidung auch nicht. Kleidung noch weniger. Immer ein bisschen Leder noch. Mal gerade gucken, von den Kindern, die es noch gibt. Was ist low? Ja, low. 250 leck mich doch am Arsch. 0 und 6, das ist das neue Kind. 4, 5, also da dauert es noch eine Weile, bis die erwachsen werden. Aber wir sind wieder auf einem Weg der Besserung. Wir befinden uns auf einem Besserungswege. Wir kriegen wieder ein bisschen Rohstoffe rein, wir haben noch ein bisschen Essen, ein bisschen aussuchen. Was ist jetzt wieder low? Ja, das ist wirklich low mit 11, da hast du recht, aber... Scheiße, die haben keins. Die unten brauchen ein bisschen Feuerwood. Ah, jetzt haben sie doch. Wollt gerade keinen freien Arbeiter. Weil hier muss geschafft werden. Wer seid ihr? Ach, Farmer, ihr habt ja gerade eh keinen anderen Job. Es ist gut, dass die dann auch ein bisschen an anderen Stellen arbeiten. Gerade nicht genug Holz, um Feuerholz zu produzieren, das ist doof. Aber es scheint so, als ob es reicht.
Wir scheinen doch den Winter zu überleben und ins siebte Jahr zu kommen. Weil vielleicht gibt es ja auch bald wieder neue Kinder, dass wir wieder auf den alten Einwohnerstand zurückkehren können. Jetzt mal gerade den Stand der Platte prüfen. Oder überhaupt die Aufnahmezeit in Audacity. Eine Stunde. Jetzt bei exakt einer Stunde. Und da werde ich gleich wahrscheinlich erstmal eine Pause machen. Oh, das Essen und so. Und dann kann ich die Stunde jetzt hier nämlich auch schon gleich wieder rendern. Weil ich nämlich wieder ein bisschen mehr Platz auf Platte habe. Und vielleicht während die rendert gleich die nächste Chose aufnehmen. Mal schauen, mal schauen, mal schauen. Und dann werden wir ja sehen, was passiert. Eine Stunde, da haben wir vier Folgen. Das haben wir. Ah, ich muss nachher eh noch eine Weile machen. Ich muss noch eine Weile machen, das ist klar. Ich werde jetzt auf jeden Fall erstmal eine Pause machen, weil ich brauche erstmal was zu essen. Also im Real Life. Und werde dann aber auf jeden Fall dafür sorgen, dass zumindest bis zum Wochenende jeden Tag was rauskommt. Und werde die Folgen weiterhin auf 15 Minuten lassen. Ich könnte jetzt einfach auf 10 runtergehen, dann hätte ich genug, aber nee, sowas machen wir nicht. Sowas machen wir nicht. Also ich werde dann jetzt nachher dann einfach nochmal eine Runde aufnehmen. In diesem Sinne wünsche ich erstmal einen schönen Tag. Mittlerweile müsste Sonntag, Montag, Dienstag, Mittwoch sein. Wünsche ich euch einen schönen Mittwoch. Und ja, bis zum nächsten Mal. Dann sage ich mal auf Wiedersehen und Tschüssikowski.